Hallo und herzlich willkommen zum Best-of der zweiten Sendung mit dem ewigen Nori. Eine Show gemixt mit zeitlos guter Musik und angesagten Skispringern. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zu eurem Skisprung-Radiosender LHW. Und ich möchte gleich zu Beginn einmal richtig groß Danke sagen für die geile erste Sendung Hashtag #4Hills die Tourneeshow. Über 130 Hörer zu Beginn mag für den einen oder anderen etwas wenig klingen, doch für den Anfang ist es eigentlich okay. Zumal ich auch eingesehen habe, dass ich ein paar Dinge für die Zukunft anders machen muss. Und so habe ich in den vergangenen Wochen noch härter an meinem Sendeformat gearbeitet, mit weiteren Freunden des Skisprings gesprochen und natürlich auch geschrieben, um eben den Sender kontinuierlich zu verbessern. Und ich habe auch Feedback nach Hashtag #4Hills bekommen. Und über diese Sprachnachricht von meinem alten Freund und Studienkollegen Dominik Böhmer aus Kaiserslautern habe ich mich ganz besonders gefreut. Hallo Lars, Kaiserslautern hier. Ganz liebe Grüße aus deiner alten Heimat. Wir haben gehört, du hast ja jetzt einen eigenen neuen Radiosender, LHW, das Skisprungradio. Da freuen wir uns ganz besonders drüber hier in Kaiserslautern. Wenn wir dich schon hier haben, können wir dich wenigstens jetzt hören. Wir wünschen dir ganz, ganz viel Erfolg und sind uns sicher, dass du viele Skisprungbegeisterte für dich als Hörer gewinnen kannst. Tolles Angebot, Gratulation zum Start, weiterhin viel Erfolg, spiel weiterhin so schöne und gute Musik und liefere uns natürlich immer die neuesten Informationen über unsere Skisprungstars. Wir senden ganz liebe Grüße aus dem Südwesten in Richtung Osten nach Hoyerswerda. Viele Grüße und bis bald. Zum Glück könnt ihr gerade nicht sehen, wie rot ich bin. Vielen, vielen lieben Dank, lieber Dominik. Und ganz liebe Grüße nach Kaiserslautern in meine Geburtsstadt. Nachrichten schriftlicher Art habe ich aber auch bekommen. So schrieb mir Konstanze Schneider zum Beitrag Gut aussehen bei Instagram. Hallo Lars, schöne Sendung. Übrigens, das, worüber du gesprochen hast mit Sjöberg und Hilde mit dem Skifahren, war das Superrennet. Das machen die jedes Jahr zu Ostern. Aha, danke für den Hinweis, liebe Konstanze. Und ich habe dann mal auch nachgeschaut, das ist so eine Art Après-Ski-Party der norwegischen Skispringer und da lassen es die Jungs so richtig krachen, auch mit ein bisschen Alkohol. Aber echt witzig. Auf dem YouTube-Kanal von beispielsweise Tom Hilde finden sich auch Videos von dieser Fete. Dann habe ich auch zu Heinz Kuttin eine Message bekommen und das sogar aus England von Margaret Forrest, dem wahrscheinlich größten Fan von der Insel. Checkt doch mal ihren coolen Instagram-Account @margaretforrest22, dann wisst ihr, was ich meine. Und sie ist eine echte Expertin. So ging sie zum Beispiel explizit auf die Verletzungen einiger Top-Athleten wie Gregor Schlierenzauer, Michael Heiberg, Andreas Kofler oder auch Manuel Poppinger ein, die ja in der Ära Kuttin allesamt mit teils schweren Verletzungen zu kämpfen hatten. Zu Kuttin selbst hat sie eine kritische Meinung und findet, Heinz Kuttin hat nicht die starke Persönlichkeit wie Alexander Pointner. Und sie belegt dies mit seinem Auftritt bei den Olympischen Spielen in Südkorea. Heinz verwendete bei seiner Rückkehr die Entschuldigung, dass das Team nicht gut performte, aber er war es doch, der sie auswählte. Und er sagte dann, dass es Wechsel in den nächsten Wettbewerben geben werde, doch nichts war anders. Also ist er kein Mann, der zu seinen Worten steht. Klare Kante von Margaret, die durchaus seine Berechtigung hat. Thank you very much for your opinion, dear Margaret, and many lovely greetings from Germany. Doch nur wenige Stunden nach Margarets Nachricht zeigte Kuttin, dass er doch klare Worte finden kann und gab seinen Rücktritt als Chefcoach der Österreicher bekannt. Das war schon ein echter Knall, zumal auch der bisherige sportliche Leiter für Skispringen und nordische Kombination, also Ernst Vettori, seinen Hut nehmen musste und durch Mario Stecher ersetzt wurde. Mittlerweile ist auch bekannt, wer Kuttins Nachfolger wird. Der ehemalige Topspringer Andreas Felder übernimmt das Ruder. Also mal sehen, wie sich die Zukunft entwickelt. Und LHW wird in den nächsten Wochen auf alle Fälle noch einmal nach Österreich schauen. Aber kommen wir nun zur heutigen Show, einer Zeitreise durch die wilden 80er und 90er Jahre. Und ja, dieses Format kann nur den Namen dieser einen lebenden aktiven Legende tragen. Der ewige Nori. Die Rede ist natürlich von Noriaki Kasai, der uns allen so richtig Spaß macht. Auch den Journalisten. Und bei Noriaki, Noriaki Kasai, der Unglaubliche, der Unnachahmliche, der Sir, das Phänomen, der Japaner, der Skiflieger. Schanzenrekord 240,5 Meter,
zweiter Sprung auf der neuen Schanze. Andi, normalerweise müssen jetzt 39 Männer hier an der Schanze ihre Ski nehmen, hinwerfen und sagen, ich trete nicht mehr an, du bist mein Hero. Das gibt's ja nicht. Ah, Wahnsinn, der Noriaki. Aber er hat am linken Arm einen Trauerflug, was ich jetzt eigentlich erst sehe, gell? Aber der Flug, ein Wahnsinn, wie der fliegt, das ist. Und schau, bleibt vorn und da sechs, keine Linie, der weiß nicht, wie weit, schau, und da drückt es rein. Das ist ein Gummimandel nur mit 43 Jahren. Nix, da war nichts im Spiel. Keine Berührung, keine Noten. Der kriegt die gleichen Noten wie Simon Amann. Zwischen 16 und 16. Aber schau dir den Flug an, schau dir diesen Flug an. Sicher Glück mit dem Wind, aber das ist es. Der hat den Adler vorher zugeschaut. 1992 ja. Ist dieser Mensch Skiflug-Weltmeister geworden. Jahre. Vor dir in Harrachov. Da war ein Viertel des Feldes nicht einmal noch auf der Welt. Die grüne Linie sagt da, tschüss, servus, du interessierst mich nicht, du blöde grüne Linie. Es ist schaut, jetzt bin ich auf so, wo sind die Hüte? Ich möchte die Hauben sehen von den Köpfen. Zieht's den Hut einmal, meine Herren, am Trainerturm. Das darf ja nicht wahr sein. Baujahr 1972. Also mittlerweile 45 Jahre jung. Ein Mann, der die 80er und 90er also voll miterlebt hat. Und zu Noris Party habe ich noch so einige coole Leute eingeladen. Wir sprechen unter anderem über den Tourneesieger Jakub Janda aus Tschechien. Dann reden wir über eine tolle Frau, nämlich Svenja Würth. Pius Paschke, der ansonsten eher ruhige Springer aus Kiefersfelden, kommt bei uns zu Wort. Wir blicken dann auch mal in die Kabine zu den slowenischen Youngsters à la Timi Seitz oder Žiga Jela. Und ich verrate euch noch ein kleines Geheimnis. Es hat sogar was mit den 80ern zu tun. Und auch mein Altmeister ist am Start. Kultkommentator Dirk Thiele ist zu hören. Hier bei LHW kommen halt alle zusammen. Freut euch also auf eine Sendung gespickt mit Stars. Doch bevor wir mit zeitlos guter Musik starten, muss ich noch ein Geständnis abgeben. Einige haben sich ja gefragt, warum ich von einem Skisprungsender spreche und dann Fußballwitze einbaue. Okay, erstens. Ich komme aus Kaiserslautern. Da wächst man nun mal mit Fußball auf. Und auch als Journalist habe ich ja viel über das runde Leder berichtet. Unter anderem auch in der zweiten Bundesliga. Dann gab es zweitens auch auf Laut FM die Lizenzen für diese coolen Jokes. Und ich dachte mir einfach, okay, gut, nehmen wir sie mal. Und drittens, ja, auch unsere Skisprungjungs und Mädels schauen gelegentlich Fußball. Da kann man das ja mal bringen. Doch der geilste Sport ist nach wie vor das Skispringen. Und da muss sich auch der Fußball ganz, ganz klar hinten anstellen. Hier bei unserem Skisprung-Radiosender LAW. Heute mit dem ewigen Nori. Musik ab und wir beginnen passenderweise mit Japanese Boy aus den 80ern von Aneka. Auch wenn ich ein Kind der 90er Jahre bin, so muss ich ganz ehrlich gestehen, dass mich die 80er Musik noch ein bisschen mehr anspricht. Ich liebe einfach dieses bunte und schrille Jahrzehnt, das so flippig ist und irgendwie so etwas Unbeschwertes hat, quasi wie das Fliegen. Da die 90er, mit denen ich auch einige Zeit nicht viel anfangen konnte, nicht zu kurz kommen sollten, habe ich sie mit den 80s zusammengefasst. Passt ja auch, denn Noriaki Kasai ist Jahrgang 1972 und hat somit beide Jahrzehnte vollständig miterlebt. Also an Geschichten mangelt es keineswegs. Jetzt zu hören im LHW Best of. Zurück zum ewigen Nori, hier auf eurem Skisprung-Radiosender Nummer 1. Das ist LHW. Und ja, Noriaki Kasai ist für die Ski-Jumping-Family eine wahre Legende. Überall, wo er ist, da flippen die Leute einfach aus und applaudieren ihm richtig zu. Okay, das hängt vor allem mit seiner langen Skisprung wieder zusammen. Der Japaner erblickte am 6. Juni 1972 in Shimokawa, das ist in Nordjapan im Kitami-Bergland, das Licht der Welt. Mit 8 Jahren hat er das Skispringen für sich entdeckt und er debütierte im Weltcup im Alter mit nur 16 Jahren am 17. Dezember 1988 im japanischen Sapporo. Man muss sich das einmal vor Augen führen. In dieser Zeit sprang man noch im Parallelstil und seine Konkurrenten kamen aus Ländern wie der DDR, der Sowjetunion, Tschechoslowakei oder auch Jugoslawien. Ungeachtet von diversen Materialumstellungen, Regeländerungen und auch dem V-Stil hat Kasai in mittlerweile 3 Jahrzehnten Profikarriere wirklich alles gesehen und dabei auch einige Triumphe gefeiert.
Zu den größten Erfolgen zählen der Skiflugtitel 1992 in Harrachov und die Olympischen Edelmedaillen in Lillehammer 1994 und Sochi 2014. Insgesamt 17 Weltcupsiege hat der Japaner bisher errungen. Mit seinen 45 Jahren hält er natürlich auch zahlreiche Altersrekorde. Unter anderem ältester Sieger in einem Weltcup-Springen, erster Athlet mit 8 Teilnahmen bei den Olympischen Winterspielen, ältester Medaillengewinner im Skispringen bei Olympischen Spielen und so weiter und so weiter. Mit mehr als 500 Starts im Weltcup ist er natürlich der absolute Rekordmann und auch bei der Vier-Schanzentournee hat er über 100 Wettkämpfe bestritten. Was einem Kultkommentator nicht ganz so gefällt. Ich bin ziemlich sauer. Was heißt denn hier sauer? Du hast ja wahrscheinlich noch 22 vor dir. Ja, das wäre schön, aber warte, muss mal ab. Nee, sauer bin ich, weil Kasai eine mehr hat. Ist natürlich ein bisschen enttäuschend. Du bist nur die Nummer 2 im Stall. Okay, aber die Aussage von Dirk ist natürlich nicht ernst gemeint. Dafür hat er den Noriaki ja auch zu gerne. Und Kasai ist auch jemand, der über den Tellerrand schauen kann. So engagierte sich der 45-Jährige nach der Erdbeben- und Tsunami-Katastrophe in Japan 2011 für Kinder aus der Region von Fukushima, unter anderem durch Spenden, oder versuchte sie und deren Familien durch Einladungen zum Sommer-Grand Prix in Hakuba wieder etwas aufzumuntern. Während der Olympischen Winterspiele 2014 im russischen Sochi überzeugte Kasai auch durch folgendes Zitat: "Ich hoffe, dass ich mit meiner Medaille anderen Menschen Mut machen kann. Du darfst nie aufgeben. Setze dir Ziele. Tu das, was du liebst. Wenn du so lebst, ist alles machbar und das Leben lebenswert." Ein Lebensmotto, das Kasai wahrlich perfektioniert hat. Seine intrinsische Motivation ist nach wie vor fulminant hoch. Gründe dafür gibt es ja zahlreiche. Die pure Lust am Fliegen, die Zuneigung der Menschen weltweit oder auch einfach das Drücken vom Angestelltenjob im Büro. Kasai ist ja neben dem Sport auch Angestellter bei Tsuchiya Holdings, einem japanischen Wohnungsbau- und Immobilienunternehmen mit Sitz in Sapporo. Und bei der Wahl zwischen Büro und Skispringen entscheidet sich Kasai Jahr für Jahr wieder für den Sport, solange eben der Körper mitmacht. Das ist auch ganz cool, denn er ist nach wie vor immer wieder für einen Spaß zu haben, wie beispielsweise hier in Planitza. Okay, die ganz große Gesangskarriere wird das jetzt nicht mehr. Das sollte der ewige Noriaki beim Sport bleiben. Und für coole Musik gibt es ja LHW, den Skisprung-Radiosender. Heute mit den tollsten Hits der 80er und 90er Jahre. Wir bleiben passenderweise beim Thema Japan. Denn nun gibt es Alphaville mit Big in Japan. Am Mikrofon und DJ Mischpult Lars-Henrik Wacker. Dirk Thiele, guten Morgen. Moin. Ausgeschlafen? Aufgehört. Aufgehört. Hm? Du weißt ja, wollen wissen, wer gewinnt die nächste Vier-Schanzentournee, die 60. Und wer wird es denn nun sein? Du bist der größte Experte von allen. Wer gewinnt das Ding? Ja, im Gegensatz zu einigen Experten, die, sagen wir mal, die Hälfte einer Meinung haben, sage ich Gregor Schlierenzauer. Fertig. Das ist ein... Ja. Ist eine wagemutige Aussage. Du weißt, dass er heute wieder am Start ist, zum Glück, nach seinem Sturz gestern. Ja. Er gewinnt das Ding? Ja. Ganz sicher? Ja, ganz sicher, ganz sicher. Was ist sicher im Skispringen? Aber du hast mich nach meiner Meinung gefragt. Was ist mit Thomas Morgenstern? Der ist unter den ersten drei. Kommt da auch ein Nicht-Österreicher aufs Treppchen? Ja. Wer ist das denn? Bardal. Zweiter oder Dritter? Kannst du dir aussuchen. Eins von beiden. Wir sehen uns in Bischofshofen, Dirk. Alles Gute. LHW ist wieder am Mikrofon und ja, mein Kollege Dirk Thiele, gerade im Interview mit Horst Nilken zu hören, er ist schon eine echte Kante. Man muss sich das mal vorstellen. Zwischen ihm und mir liegen satte 50 Jahre Altersunterschied. Das zeigt, wie lange er schon dabei ist. Er, ja 1943 geboren, ich Jahrgang 1993. Wir sind auch so zwei völlig unterschiedliche Generationen von Journalisten, doch in der Leidenschaft für das Skispringen sind wir eigentlich vereint. Aber keine Sorge, wir verstehen uns auch so sehr gut und ich schätze ihn als Kollege. Vor allem denke ich da auch gerne an unser erstes Aufeinandertreffen. Das war in Hinterzarten beim Sommer-Grand Prix 2015.
Dirk kam damals viel zu früh ins Pressezentrum des Adler Skistadions und auch ich hatte an diesem Tag mehr Zeit als gewohnt. So kamen wir also dann ins Gespräch. Auch weil Dirk den fatalen Vorschlag machte, dass ich alles fragen darf, was ich denn so wissen möchte. Und da muss man mich nicht zweimal bitten. Ich habe Meister Thiele mit Fragen nur so durchbohrt, das glaubt ihr gar nicht. Aus diesem Gespräch ist übrigens auch meine Motivation für die Leichtathletik-Berichterstattung entstanden. Kein Scherz. Seitdem war ich zum Beispiel auch beim E-Staff als Berichterstatter unterwegs und peile ja auch die nächste Leichtathletik-Europameisterschaft in Berlin an. Doch zurück zum Skispringen, denn unsere Aufeinandertreffen, also die zwischen Dirk und mir, sind eigentlich immer von großer Freude geprägt. Oder wie er mal gesagt hat, wenn ich dich sehe, dann muss ich immer lachen. Okay, wahrscheinlich lacht er auch mal über mich. Okay, ich musste aber auch schon über ihn lachen. Ich denke da an meinen Umzug 2017 nach Gießen. Kaum in der neuen Stadt angekommen, bimmelte bei mir das Handy. Es ist Dirk Thiele und ich war etwas verdutzt, weil ich eigentlich nicht ahnen konnte, was er wollte. Als ich aber dann rangegangen bin, war er noch viel überraschter. Denn er wollte eigentlich seinen Enkel sprechen, der heißt ja auch übrigens Lars. Tja, da hat sich der Altmeister einfach klassisch verwählt. Ich fand's dennoch cool, denn nicht jeder kann behaupten, dass sich einfach mal so ein Dirk Thiele bei ihm verwählt. Und noch eine Gemeinsamkeit habe ich seit kurzem mit dem 75-jährigen Dauerbrenner. Richtig, ich durfte mal ein Handballmatch live kommentieren. Und zwar die Begegnung HC Leipzig, oder wie man in Leipzig sagt, Leipzig gegen den HV Chemnitz. Gemeinsam mit dem erfahrenen Eurosport-Kollegen Roman Knoblauch. Die Feuertaufe habe ich eigentlich ganz gut bestanden und ich bin der Meinung, ich habe mich im wahrsten Sinne des Wortes wacker geschlagen. Hört mal rein. Leipzig, würde ich mal sagen. Oder besser gesagt Leipzig. So, jetzt habe ich auch mal den Snack. Ja, aus. War ja was. Ja, genau, ja. Richtig. Wir haben eine kleine Wette laufen. Jedes Mal, dass er Leipzig sagt, muss mir der Lars heute ein Bier ausgeben. Ob es jedes Mal ein Bier ist, ist eine andere Frage. Aber wir können ja auch gemeinsam mal was essen gehen. Ja, schön. So, die 5-1er Abwehr, also vorgezogen, hier die Nummer 3. Julia Weinhold, sehr gut. Da hat sie immer schön durchgetankt, durch die Mitte und dann schon abgeschlossen. Also wenn heute was geht für Leipzig, dann eben über Julia Weinhold. So, Halbzeit. 14:18. Ja, Lars, dein Fazit von den ersten 30 Minuten? Also ich muss sagen, Leipzig hat sich gerade zu Beginn schwer getan. Das hat natürlich gesehen, dass sie erstmal richtig reinfinden mussten. Es war richtig zäh, auch wirklich zu Torerfolgen zu kommen. Da hat das Chemnitz deutlich besser gemacht, gerade in den ersten 15 Minuten. Hinten eine gute Deckung mit einer soliden Torfrau und nach vorne einfach viel aggressiver, vor allem auch mit viel mehr Zug. Und so ist man auch zu Torerfolgen gekommen. Jetzt so, im zweiten Teil der ersten Hälfte, würde ich schon sagen, dass Leipzig ein bisschen besser rangekommen ist und sich jetzt so langsam rangekämpft hat, aber immerhin noch 4 Tore Rückstand. Es wird sich zeigen, wie Leipzig dann jetzt gleich nach der Pause aus der Kabine rauskommt. Aber zurück zum Skispringen und wir machen weiter mit den besten 80er und 90er Hits. Jetzt mal ein bisschen 80er NDW. Unter anderem mit Grauzone und ihrem Mega-Hit Eisbär. Nur hier, das ist der ewige Nori, die Show bei eurem Lieblings-Skisprung-Radiosender LHW. Chancen nutzen. Das ist nicht nur das Credo im Handball, sondern auch im Journalismus. Wie ihr ja vorher gehört habt, durfte ich tatsächlich schon ein Live-Match kommentieren. Das war im Zuge eines Wochenendseminars an der Fernsehakademie Mitteldeutschland in Leipzig. Und als ein Live-Kommentator für das Handballmatch gesucht wurde, habe ich mich sofort gemeldet. Eigentlich war nach 30 Minuten ein Wechsel vorgesehen, sodass ein anderer Teilnehmer ans Mikro ran sollte. Doch da wir an diesem Tag personell sehr dünn besetzt waren und auch noch der zweite Co. recht kurzfristig passen musste, durfte ich das Spiel mit Roman Knoblauch bis zum Schluss kommentieren. Welch ein Zufall! Doch ich habe die Gunst der Stunde genutzt und mir nach dem Spiel viel Lob abgeholt. Unter anderem auch von DDR-Torhüter-Legende Wieland Schmidt. Und ich denke, dass es Jakob Janda in seiner Paradesaison genauso erging, als er mit dem Sieg bei der Vierschanzentournee zur Legende in seiner tschechischen Heimat aufstieg. Mehr dazu gibt es jetzt und nur hier bei LHW. Lars-Henrik Wacker am Mikrofon und wir kommen nun zu einem, der in diesem Winter Ahoi gesagt hat.
Die Rede ist nämlich von Jakub Janda. Vor einigen Wochen habe ich mich mit Sabine Link, Fotografin und Supporter der Tschechen, ausgetauscht, die schon beim Trainingslager in Oberstdorf im Herbst so ein Gefühl hatte und mit Jakub nochmal ein Foto machte und sich auch eine Startnummer von ihm unterschreiben ließ. Sehr gut antizipiert, denn in dieser Zeit steckte Janda in der heißen Phase des Wahlkampfes um den Einzug in das tschechische Parlament. Jakub Janda ist nämlich schon seit 2008 in der Regionalpolitik aktiv und kandidierte für die liberal-konservative ODS für das Abgeordnetenhaus in Prag. Er sicherte sich das Mandat für den Bezirk Moravskoslezský kraj. Dort liegt auch seine Heimatstadt Frenstadt pod Rathostem. Somit war also die weitere Saisonplanung für ihn Geschichte und der 39-Jährige beendete seine aktive Laufbahn zum Saisonauftaktwochenende im polnischen Wisla. Doch was bleibt nun von der Skisprungkarriere des Jakub Janda? Kritiker werden sich vor allem an seine Leistungseinbrüche erinnern, ihn als einen von vielen in der Ecke abstempeln. Er stand auch in den meisten seiner Weltcup-Saisons in der Gesamtwertung am Ende nicht unter den Top 20. Doch in zwei Saisons trumpfte der Tscheche richtig auf. 2004-2005 als Sechster und 2005-2006 als Gesamtsieger. In dieser Phase zählte Janda definitiv zur Weltspitze, sicherte sich Silber und Bronze bei der nordischen Ski-WM in Oberstdorf und schrieb bei der Vier-Schanzentournee 2005-2006 Geschichte. Denn punktgleich sicherte sich Janda mit Janne Ahonen den Tourneeadler. 35 Jahre nach dem legendären Jiří Raška gewann somit wieder ein Tscheche die Vier-Schanzentournee. Jandas anschließender Gesamtsieg im Weltcup war auch überhaupt der erste für das Skispringen in Tschechien. Und das tschechische Skispringen war wahrlich nie auf goldenen Lorbeeren gebettet, weder finanziell noch durch den Nachwuchs. Weiß auch Jandas langjähriger Coach, Richard Schallert, der ihn sogar zwei Amtszeiten betreute. Ja, früher waren ja die Alten noch nicht so alt. Da waren ja die Alten eigentlich ein bisschen Skisprungalter. Und es ist für uns allgemein die Situation so, dass wir nicht sehr viel Nachwuchs haben. Ja, und wir haben diese 4, 5, 6 Leute maximal, mit denen wir arbeiten können, müssen, dürfen. Aber wir haben hinten nach, es ist sonst niemand. Also es ist nicht diese Situation wie in Slowenien zum Beispiel, wo es 20, 30, 40 gibt, in Deutschland auch viel, viel mehr, in Österreich. Also wir müssen mit den wenigen, die wir haben, müssen wir so gut wie möglich arbeiten. Okay, mag sein, dass sich Janda auch aufgrund der teaminternen Situation in den Folgejahren etwas auf seinen Erfolgen ausgeruht hat. Doch er hat seine kurze Chance auf Titel genutzt und das Optimum für sich und die Tschechische Republik herausgeholt. In Jandas Weg finden sich vor allem viele Menschen aus Ost- bzw. Südosteuropa wieder. Geboren ist er ja übrigens 1978 in der Tschechoslowakei. Er lebte also die Umbruchjahre als junger Mensch hautnah mit und so boxte sich der Sportlehrer von 1996 an durch den Weltcup durch. Und geschenkt wird einem sportbekanntermaßen nichts. Somit kann Janda doch zufrieden auf seine Karriere zurückblicken. Auch weil es noch lange dauern wird, bis es wieder einen Tscheche in die Region seiner Top-Jahre schaffen wird. Die Skijumping-Family wünscht ihm weiterhin alles Gute, auch in seiner neuen Tätigkeit als Politiker und freut sich natürlich auf das Wiedersehen. Möglicherweise sogar wieder etwas näher am tschechischen Skispringen. Oder wie man auf Tschechisch sagt, Brzy nasledanu, Jakub. Und jetzt feiern wir weiter mit den besten 80er- und 90er-Hits. Das ist die Sendung Der ewige Norri, nur bei LHW. LHW ist wieder am Start. Und wir kommen nun zu einem, der auch schon mal an das Aufhören nachgedacht hat, sich aber fürs Weitermachen entschied. Nämlich Pius Paschke. Viele kennen den Pius vor allem aus dem Kontinentalcup, in dem er ja einige gute Ergebnisse erzielte, jedoch nie den endgültigen Durchbruch schaffte. Doch im vergangenen Sommer sollte es so gut wie noch nie in seiner Karriere laufen. In Trondheim und zweimal im rumänischen Rasnov siegte der Mann vom WSV Kiefersfelden. Es sind die ersten COC-Erfolge und das im zarten Alter von 27 Jahren. Am Ende der Sommerserie des Kontinentalcups belegte Paschke immerhin den dritten Rang in der Gesamtwertung und sicherte sich so den Quotenplatz für Deutschland und damit auch das Ticket für den Weltcup. Paschke blieb im Herbst gelassen und ordnete die Situation bescheiden ein. Du beendest die Wertung als Gesamtdritter. Wie fällt dein Gesamtfazit für den Kontinentalcup in diesem Sommer aus? Ja, es war mein bester Sommer, den ich bis jetzt gehabt habe. Und es hat wirklich Spaß gemacht. Hinten war es auch anstrengend, aber ich habe da meine ersten Siege feiern dürfen. Und ja, war eine coole Sache.
Reden wir aktuell mal über deine Form. Was macht dich zurzeit so stark? Es sind viele Kleinigkeiten, die jetzt einfach ein bisschen besser funktionieren. Und ja, der Sprung ist halt, hält sich in Grenzen. Ich war ja davor schon ganz anständig dabei im COC, aber es hat halt nie für ganz vorne gereicht. Und so ist es halt ein bisschen besser gelaufen und ja, dann reicht es halt, dass man mal ganz oben steht. Ein bisschen erinnert die Saison auch an das, was im vergangenen Jahr bei Markus Eisenbichler passiert ist. Daher die Frage, inwiefern bist du ein bisschen näher an die Weltcup-Mannschaft gerückt? Schaut momentan ganz gut aus. Also das Niveau, das der Markus letzte da gehabt hat, das habe ich heuer sicher noch nicht. Also ich kann mich noch gut erinnern, wie er da gesprungen ist. Aber wie gesagt, für mich trotzdem eine gute Sache. Und ja, ich denke, dass ich den einen oder anderen Weltcup auch mitspringen darf. Und es wurden am Ende 15 Springen im Weltcup für den Polizeimeister. Insgesamt 90 Punkte bedeuteten am Ende den 30. Rang in der Gesamtwertung. Trotz der guten Ergebnisse wirkte Paschke immer sehr zurückhaltend, freute sich zwar über gute Sprünge, doch irgendwie kam er nicht so aus sich raus. Paschke ist eher der introvertierte Typ von Skispringer, obwohl er bei seinen Teamkollegen und vielen Pressevertretern sehr beliebt ist. Auch bei der Skijumping Family ist der Oberbayer gern gesehen. Vielleicht sollte es Pius Paschke einfach wie Noriaki Kasai machen. Einfach mehr lachen. Also Pius, komm ein bisschen mehr aus dir heraus. Dass du einen auf der Schanze heraushauen kannst, hast du ja oft genug gezeigt. LHW wünscht dir alles Gute für die neue Saison und wenn du Deutschlands Skisprung-Radiosender Nummer 1 hörst, dann natürlich weiter viel, viel Spaß mit dem ewigen Nori und den besten 80ern und 90ern. Jetzt mit einem Mega-Hit aus Baden-Württemberg. Masterboy mit Feel the Heat of the Night. Lange nicht mehr gehört. Und auch das ist LHW. Am DJ-Mischpult Lars-Henrik Wacker. Aqua mit Barbie Girl, hier bei LHW mit dem 80er, 90er Spezial der ewige Nori. Und ganz ehrlich, vor meinem geistigen Auge sehe ich gerade Juliane Seifert fliegen. Immer fein geschminkt und schön gestylt, unsere kleine Instagram-Prinzessin. Vielleicht sollte ich mal ein Sommerspezial mit der Fliegerin vom WSC 07 Ruhla machen. Badenixe kann die Julia sehr gut und ich bin mir sicher, dass sie auch für diesen Anlass den richtigen Bikini im Schrank hat. Doch weg von sexy Juliane und zurück zu einer Skispringerin, die für mich auch irgendwie eine kleine Heldin ist. Nämlich Svenja Würth. Ihre Vita ist schon ganz besonders und vor allem durch harte Rückschläge geprägt. Mein Kollege Luis Holuch, Autor des Buches Die medialhistorische Entwicklung des Damenskispringens, kennt die ganze Geschichte und stellt uns die Springerin vom SV Baiersbronn näher vor. Eigentlich sollte der 17. Dezember 2017 ein Festtag für das Damenskispringen werden. Auf der Rothausschanze im beschaulichen Hinterzarten im Schwarzwald stand der erste Teamwettbewerb für Damen in der Geschichte des Weltcups an. Der Sieg, darüber waren sich alle einig, würde nur über das deutsche Team gehen. Im Nationencup lag das DSV-Team zu diesem Zeitpunkt klar vorne. Alle vier Teilnehmerinnen standen im Gesamtweltcup unter den besten 11 und Katharina Althaus als beste von ihnen trug sogar das gelbe Trikot. Svenja Würth wurde von Bundestrainer Andreas Bauer als dritte Springerin eingesetzt. Die 24-Jährige hatte bis dato den besten Saisonstart ihrer Karriere hingelegt und war beim Lillehammer Triple auf die Plätze 6, 5 und 7 gesprungen. Die Olympianorm hatte sie also bereits locker erfüllt. Und ebenso wie ihre Teamkolleginnen wollte sie ihren Teil dazu beitragen, dass diese besondere Premiere auf einer Heimschanze mit dem Sieg gekrönt würde. Im dichten Schneetreiben von Hinterzarten nahm sie auf den Balken Platz. Mit Ausnahme des Wetters schien alles seinen gewohnten Gang zu gehen. Würth glitt in die Anlaufspur, sprang kräftig ab, fand schnell in ihr System und flog auf der K95 zu 97 Metern. Doch dann bei der Landung verlor sie die Balance, kippte auf die rechte Seite und stürzte. Zu allem Überfluss schlug sie danach auch noch in die Seitenbande ein und blieb regungslos liegen. Sofort machten sich Betreuer und Sanitäter auf den Weg zu ihr. Der Schock war im ganzen Adler-Skistadion zu spüren. Ihre WG-Genossin Karina Vogt schießen die Tränen in die Augen und sofort ist klar, es ist ernst. Erinnerungen werden wach. An einen Erfolg im Teamwettbewerb denkt hier keine mehr. Schon zweimal war diese Schanze Unglücksort. Die beiden Österreicherinnen Daniela Eraschko-Stolz und Jacqueline Seifritzberger rissen sich hier 2012 bzw. 2013 jeweils das Kreuzband und den Meniskus. Rückblende. Tschaikowski in Russland am 3. Januar 2014. Es ist der kälteste Tag in der Geschichte, an dem ein Weltcup ausgetragen wird.
Die Springerinnen sehen sich Temperaturen bis zu minus 22 Grad Celsius ausgesetzt und doch sind alle hochmotiviert, gut ins Jahr zu starten. Denn die Olympiapremiere für das Damenskispringen steht bevor. So auch Svenja Würth. Doch schon im ersten Trainingsdurchgang, also fernab von jeglicher Öffentlichkeit, kommt sie schwer zu Sturz. Im kalten Russland herrscht zum ersten Mal große Sorge um die Bayersbronnerin. Die Untersuchung im Krankenhaus ergibt, Würth hat sich den sechsten Halswirbel gebrochen. Es haben 2-3 Millimeter gefehlt, dann sehe sie sich jetzt im Rollstuhl, sagte sie danach einmal und erkennt, sie hat großes Glück im Unglück gehabt. Wieder zurück nach Deutschland, wieder eine Untersuchung im Krankenhaus, wieder eine niederschmetternde Diagnose. Kreuzbandriss. Olympia aus und Saison aus. Wieder kurz vor diesem größten aller Großereignisse, Olympia. Und so endet das bisher beste Karrierejahr der Svenja Würth mit einem harten Rückschlag. Im Februar 2017 hatte sie in Jubno beim deutschen Dreifachsieg mit Platz 3 ihren ersten Podestplatz ihrer Karriere erzielt, wurde nicht einmal 2 Wochen später Weltmeisterin im Mixteam und am Ende 10. im Gesamtweltcup. So jäh sie aus diesem Hoch gerissen wurde, so kämpferisch blickt sie auch rasch wieder nach vorne. Schon im kommenden Jahr steht die Weltmeisterschaft in Seefeld an und die ist mein nächstes Ziel, sagte Svenja Würth schon alsbald nach der erfolgreichen Operation. So steinig der Weg dorthin nun sein mag, sie weiß, dass sie ihn meistern wird. Und zwar genauso, wie sie es nach ihrem ersten Unfall schon getan hat. Und dafür kann man ihr nur alles Glück der Welt wünschen. Es kommentierte Luis Holuch. LHW und wir kommen nun zu einem Skisprungteam, das hier wie die Faust aufs Auge passt. Richtig, es geht um die Skispringer aus Slowenien. Dass die Jungs gute Skispringer sind und vor allem im Skifliegen richtig auftrumpfen, das ist den meisten ja wohl bekannt. Doch die Mannschaft um den Superstar Peter Preutz hat noch eine ganz andere Vorliebe, nämlich die für die Musik. Da kann es dann auch schon mal vorkommen, dass die Buben selbst ein Instrument in die Hand nehmen und drauf losspielen. Timmy Seitz ist so einer. Der 17-Jährige, der am 26. April ja volljährig wird, überzeugte in der abgelaufenen Saison mit einigen guten Resultaten, wurde am Ende mit 88 Punkten in der Gesamtwertung 32. und gewann sogar die slowenische Meisterschaft 2017. Doch das ist nicht alles. Der Mann vom SSK Ljubno BTC beherrscht auch ein Blechblasinstrument, nämlich die Tuba, und packt sie gerne mal zu privaten Festen aus. Hier mal eine musikalische Kostprobe. Odlicno, ausgezeichnet. Super, Timmy. Da kommt Stimmung auf und ich bekomme gleich Lust auf postjugoslawische Volksfeste. Nicht fehlen darf dabei auch sein Teamkollege Žiga Jelar. Er beendete den Weltcup-Winter als 44. mit insgesamt 43 Punkten. Da kann man dann auch mal ein Ständchen mit dem Akkordeon spielen. So geschehen beim Weltcup-Finale in Planica. Wow, echt stark von Žiga Jelar. Ich bin wirklich beeindruckt. Und noch eine Sache hat mich fasziniert und auch sehr gefreut.
Wie ja viele von euch wissen, habe ich durch meine Mutter jugoslawische Wurzeln und auch wenn ich jetzt nicht zweisprachig aufgewachsen bin, so besitze ich eigentlich solide Kenntnisse der kroatischen Sprache, sodass ich die sozialen Netzwerke der Slowenen natürlich immer mit großem Interesse verfolge. Dabei ist mir gelegentlich aufgefallen, dass einige Youngsters neben den modernen Songs auch echte Evergreens und Kultbands aus dem ehemaligen Jugoslawien hören. So postete der Nachwuchsmann Aljaš Osterc, immerhin erst 19, vergangenen November mal ein Bild von einem Konzert der kroatischen Rockband Pani Valjak, zu Deutsch Dampfwalze. Und Pani Valjak gehört zu den bekanntesten und erfolgreichsten Bands des ehemaligen Jugoslawiens. Echt witzig fand ich auch mal eine Instagram-Story von David Krapeš, der auf einer Autofahrt den Klassiker Ey Moj Saša der kroatischen Band Novi Fossili mittrellerte. Und jetzt alle! Ey Moj Saša, Ey Moj Saša, gdje sada ljubav naša, reci Saša, Ey Moj Saša, znaš li gdje je ljubav naša? I da li pamtiš sadnje ljeto, srcu mom još tako sveto, ey Moj Saša. Okay, aber nun ist auch gut mit dem jugoslawischen Karaoke-Festival. Doch, okay, wer singt, der meint es ja bekanntlich nicht böse. Ich finde es echt cool, dass die Jungs auch über die slowenischen Grenzen hinaus einen Bezug zum Balkan haben. Das ist echt schön und auch mit solchen Gesten kann man viel für die friedliche Koexistenz der Region sorgen. Die Skijumping Family kann sich also wieder auf die Jungs aus Slowenien freuen. Und jeder, der noch ein paar Urlaubskenntnisse von der vergangenen Kroatienreise hat, kann diese natürlich anwenden. Ein nettes Dravo kommt immer gut an. Einfach mal ausprobieren. Alle Fortgeschrittenen können auch noch ein bisschen mehr sagen. Ich konnte mir das damals beim Tourneesieg von Peter Priots in Bischofshofen nicht verkneifen. Okay, any more questions? I see one. Yes, take it as the last one now. Lars Henrik, the guy behind the cameras. Peter Priots, Chesitam vam na uspeho od mene i od novina manhamara morgna is nemačke. But now the question in English. Ja, das war ein kleiner Schock für den Peter. Damit hätte er im Leben nicht gerechnet, dass ich ihm auf Kroatisch zum Turniersieg gratuliere. Doch machen wir jetzt weiter, denn ich habe noch eine kleine Überraschung. Wenn wir schon so viel über jugoslawische Musik sprechen, dann spielen wir sie doch einfach mal. Und zwar einen mega 80er-Hit aus Slowenien von der Synthie-Pop-Band Videosex. Aus dem Erfolgsalbum Videosex 84 gibt es nun Detektivs Capriccia. Nur zu hören bei eurem Skisprung-Radiosender Nummer 1. Das ist LHW. Wie in der ersten Sendung Hashtag for Hills schauen wir auch heute mal mit einem Augenzwinkern auf Instagram vorbei, was so unsere Skisprungjungs und Mädels treiben. Nach einer langen Wintersaison haben die Springer endlich mal ein bisschen mehr Freizeit. Und da sich viele Skispringer untereinander sehr gut verstehen, verbringen sie auch gemeinsam die freie Zeit abseits des Weltcup-Alltags. So begrüßte uns beispielsweise der Finne Eetu Nussiainen Anfang April mit Bildern aus dem Thailand-Urlaub auf einem Trip durch den Dschungel. Und wer war auf einem Bild noch zu sehen? Richtig, Viktor Polaschek. Beide verziehen darauf ein etwas eigenartiges Gesicht. Ich würde mal sagen, im Synchron dummes Gesicht machen sind die beiden eine glatte Eins. Hashtag Meisterleistung. Die Saison lief ja für beide nicht so ideal. Gerade der Tscheche Polaschek, immerhin Juniorenweltmeister von 2016, war mit seinen Leistungen meist sehr unzufrieden. Da geht man dann auch mal in den Dschungel, um einfach mal den Kopf frei zu bekommen. Wobei halt, eigentlich müsste gerade Polaschek für diese Safari gar nicht so weit reisen. Seine Springerkollegen aus dem Team Tschechien haben nämlich auch so ihre animalischen Züge. Das vielleicht süßeste Bild des Frühjahrs hat meiner Meinung nach der Österreicher Clemens Leitner gepostet. Schaut mal auf @clemi32, da findet man ein Foto von ihm mit Philipp Hagen. Die zwei halten sich so niedlich in den Armen, ganz nah beieinander und als Bildunterschrift dann noch der Satz: A thousand miles seems pretty far, but they've got plans and trainings and cars I'd walk to you if I had no other way. Hashtag best friends. Hashtag sweet. Auch wenn das Bild ein bisschen was Homoerotisches hat.
Okay, vielleicht war auch ein bisschen Alkohol im Spiel. Da kommt man sich einfach ein bisschen näher. Wobei sich der Clemens das eine oder andere Gläschen in der Sommerpause durchaus verdient hat. Bei der vergangenen Junioren-WM in Kandersteg hat der 19-Jährige immerhin zweimal Team Silber und Bronze im Einzelwettbewerb geholt. Warum sollte man also von ihm in der neuen Saison nicht mehr hören? Österreich kann gerade jeden guten Springer gebrauchen und mit Neutrainer Andreas Felder gibt's vielleicht auch eine neue Chance, um in den Weltcup vorzustoßen. Doch kommen wir nochmal nach Deutschland und zu einem jungen Skispringer, mit dem selbst ich noch einmal in die Abiturprüfungen gehen würde. Die Rede ist von Lennart Weigl. Gerade in der Abi-Motto-Woche hat sich der 17-Jährige vom SK Meinerzhagen aber ordentlich in Schuss geworfen. Ich denke da zum Beispiel an sein Outfit als Tom Hilde-Double. Das sah schon echt stark aus. Und ich bin mir sicher, dass auch der norwegische Kultspringer, der ja vor kurzem seine Karriere beendet hat, bei diesem Anblick echt stolz gewesen wäre. Aber noch eine Erkenntnis habe ich aus Weigels Abi-Motto-Woche gezogen. Dass der junge Bursche einen fitten Eindruck macht, ist ja nicht ganz unüblich. Doch dass er in Bikini, Absatzschuhen und Kleid so eine geile Figur abgibt, erstaunt mich umso mehr. Schaut ja richtig authentisch und fesch aus. Hashtag Hammer, Hashtag geil. Vielleicht hat der Lennart ja eine neue Marktlücke für sich entdeckt. Oder er erhofft sich einen neuen aerodynamischen Vorteil durch die Strapsenstrümpfe. Naja, in Sachen Unterhaltung war Lennart Weigl ganz klar der unterhaltsamste Skispringer auf Instagram. Ein Skisprungfreund, den wohl wirklich jeder gerne an seiner Seite gehabt hätte. Wir machen nun weiter mit der besten Musik, hier beim 80s 90s Special der ewige Nori. Weiterhin viel Spaß und Musik ab! Gut gefüllte 3 Stunden Zeitreise mit dem ewigen Nori neigen sich dem Ende. Ich hoffe, dass ihr auch dieses Mal viel Spaß mit spannenden Beiträgen zu euren Lieblingen und natürlich der besten Musik der 80er und 90er Jahre hattet. Auch mir hat es wieder riesig Freude bereitet und ich mache mich gleich ans Werk für eine neue Show. Ihr dürft also gespannt sein und an Ideen mangelt es mir definitiv nicht. Themen gibt es ja momentan genug, alleine wenn ich schon an die zahlreichen Trainerwechsel in diesem Frühjahr denke. Wir hören uns also. Am Mikrofon Lars-Henrik Wacker. Macht's gut und bis bald!